Herzlich willkommen zum zweiten Tag Alpha Days 2022 hier im Adloft. Wir sind jetzt umgezogen von der dritten Etage in die erste, beziehungsweise ins Erdgeschoss. Und wir haben gerade schon im Chat gelesen, wir werden heute nicht das Essen hochschmeißen oder ähnliches. Also wir werden nicht gestern mit heute kombinieren, sondern wir haben Andrea hier, die uns ja, ihr Know-how in Sachen Food-Fotografie zur Verfügung stellen wird. Und darum wird es heute gehen. Das wird ein echter Spaß. Und ich muss mich wirklich zurückhalten, nicht so viel über das Essen zu reden und eher über, ja, über die technischen Angelegenheiten, oder? Du hast den ganzen Tag schon von Essen gesprochen. Ich glaube, wir werden da eine gute Mischung finden. Ich bremse dich schon ein, das ist gar kein Problem. Ja. Also erstmal herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du den Weg hergefunden bist, hast Vielen Dank. Frankfurt. aus Frankfurt. Ja, du bist ja gestern angereist, hast schon mal ein Genau. bisschen reingeschnuppert, Ich habe schon mal geschnuppert, genau. wie es bei Ja. uns so losgeht und was wir so Ja. machen. Ja. Und ja, heute hier in der Live-Küche haben wir extra für euch hergerichtet. Und es geht auch jetzt wieder genau darum, dass wir euch das zeigen, was ihr vielleicht erst in 15 Jahren Erfahrung lernt, mit wirklich Know-how, was hier ja, aus dem tiefsten Herzen kommt. Hinter uns seht ihr den Chat. Die Die beiden Kollegen aus dem Kollegen Chat. spielen uns alles zu, was ihr an Fragen habt, sodass wir direkt darauf reagieren können. Und daher wissen wir natürlich auch die Geschichte mit dem. Aber ganz wichtig, eine Sache dürfen wir nicht vergessen, weil wir haben ja noch jemanden heute mit im Bild, nämlich den Jule, unseren Koch. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du auch Hallöchen. da bist. Herzlich willkommen. Er hat übrigens auch ein Mikrofon, ja, wird auch ein bisschen mitsprechen und uns ein bisschen erzählen, was wir denn hier heute so kochen, beziehungsweise was er so kocht und was wir dann anrichten und was man dann mit Sony-Kameras damit anstellen kann. Das ist der Plan für heute. Das ist der Plan. Wie starten wir, Lars? Ich würde vorschlagen, wir erzählen als allererstes mal, was der erste Gang ist und was ihr euch dabei gedacht habt. Das heißt, ich würde dich bitten, Andrea, vielleicht damit ein bisschen zu starten und den Jule mal dazwischen zu rufen. Das kriegen wir schon hin. Und dann gucken wir uns natürlich an, wie das zubereitet wird und dann sprechen wir über Kameraeinstellungen. Das machen wir im zweiten Schritt erst. Okay, also es gibt jetzt einen Wildkräutersalat mit Burrata und Tomaten. Das hat der Jule alles schon toll vorbereitet und dazu gibt es noch ein leckeres Pesto. Und ich versuche das jetzt einigermaßen hübsch darzustellen und euch dann schmackhaft im Bild zu servieren. Ah, Burrata. Genau, ihr seht auch, wir haben hier auf den Tischen schon so ein bisschen was an Dekomaterial gesammelt. Da werden wir natürlich gleich ganz ausführlich drüber sprechen, was du alles mitgebracht hast, weil du bist ja mit einem vollgepackten Auto gekommen, mit dem ganzen Zubehör, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Ja, und wie gesagt, der Jule hat das alles hier schon ganz großartig vorbereitet. Der hat die oder macht jetzt gleich das Pesto noch hier frisch für uns. Und ich denke, das wird ganz, ganz köstlich. Dann würde ich sagen, Jule, fang einfach schon mal an, mal mit den ersten Sachen. Kleiner Hinweis noch von mir. Ihr seht ja jetzt auch hier in der Totalen den ganzen Raum. Ne? Wir haben hier wirklich viel aufgebaut, weil wir arbeiten mit 5 Kameras heute. Zwei davon hängen unter der Decke. Und ich würde die Regie einmal bitten, vielleicht mal ja, den Tisch von Jule einzublenden von oben. Dann könnt ihr nämlich einfach mal sehen, was wir hier gemacht haben. Oben hängt übrigens eine Alpha 7 S3, das nur so am Rande für diejenigen, die sich so technisch interessieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, dann noch nachher ein bisschen ranzuzoomen, aber das zeigen wir euch erst später. Andrea, jetzt bereitet Julia die Sachen vor. Du hast dich ja auch schon ein bisschen vorbereitet auf Ja. das Setting und du wirst das Ganze jetzt hier schießen, ne? War der Der, Plan, oder? genau, der Salat, der wird jetzt hier Genau, ich stelle mich geshootet, mal so hinter dich, genau. damit Ja. unsere Zuschauer das auch alles mitbekommen. Genau. Also ich habe jetzt schon mal so eine grobe Idee gehabt, wie ich das gerne fotografieren möchte. Und werde dann jetzt einfach mal hier anfangen, meinen Salat ja, zu drapieren, sodass er fotogen ist. Dann lass uns einmal kurz drüber sprechen, was du hier aufgebaut hast und warum du es aufgebaut hast. Das Erste, was ich sehe, ist natürlich, du hast diese Matte, diese Oberfläche hingelegt, ne? Weil Genau. natürlich die glänzende Tischplatte hier nicht so Ist ideal nicht so ist. sexy, genau. Ja. Genau. Und ja, dann habe ich eben überlegt, welche Farben haben wir in unserem Essen. Und da es sich hier um einen ja, Wildkräutersalat handelt, also grün, rote Tomaten und das weiße Burrata, denke ich, wirkt das ganz wunderbar auf einer schwarzen Platte. Und dann eben noch die grünen Accessoires dazu, denke ich, da kommt der sehr schön zur Geltung, der Salat. Und ihr habt ja im Vorfeld auch schon drüber gesprochen, über die anderen Zutaten, ne? Über die Tomaten zum Beispiel, Tomaten.
Genau. Dass wir rote und gelbe nehmen, genau, damit man einfach so ein bisschen mehr Farbe hat, genau. Weil wir wollen natürlich euch auch ein buntes Bild liefern. Richtig. Und da seht ihr schon, ihr könnt in der Vorbereitung halt schon über ganz viele kleine Sachen nachdenken. Ja? Und du hast einfach die Sachen aufgebaut, die du auf, so, auf den ersten Blick jetzt gut fandest, die gut dazu gepasst haben. Richtig, genau. Ja. Ne? Und, ich finde es halt immer ganz wichtig, dass die Deko auch einen Bezug dazu hat, was im Essen drin ist. Also ich habe jetzt hier eben noch meine Pinienkerne, die eben mit dem Pesto sind. Ja, also ich würde jetzt hier keine Mandeln hinpacken, weil wie gesagt, im Essen sind Pinienkerne. Also gucke ich natürlich, dass ich Zutaten dazu packe, die, die nachher in meinem Gericht enthalten sind und die dann eben... Ja, das Ganze unterstreichen. Jetzt wäre meine Frage noch, warum hast du dich genau für diese Position entschlossen? Weil du hättest ja die Sachen auch auf dem Tisch aufbauen können oder woanders. Warum hast du gesagt, das ist der Spot, an dem ich gerne fotografieren möchte? Also zum einen mag ich das Licht hier am Fenster wahnsinnig gern. Zum anderen finde ich, ist so ein Salat unglaublich schön, wenn man ihn von oben shootet. Weil ich dann eben das Gesamtbild habe und alles sehe, das ist ja jetzt nichts, was man los isst, sondern das ist jetzt erstmal eine Platte, die stelle ich auf den Tisch und die soll einfach hübsch aussehen und ich finde, sowas wirkt von oben einfach grandios. Jetzt und deswegen ist das meine Wahl. Jetzt hat sie es übrigens schon verraten, von oben fotografieren, hat sie so einen Nebensatz gesagt. Und falls ihr euch gewundert habt, warum da im Hintergrund eine Leiter steht, das ist genau der Grund. Wir haben sie so ein bisschen versteckt, extra für euch, weil es wird ein Top-Shot. Ne? Du wirst also von oben nach unten fotografieren. Ja. Ja. Könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten. Ihr merkt also auch, unterschiedliche Kamerapositionen sind heute wichtig. Und, ganz genau. Ja, perfekt. Jule, wie weit bist du? Ich bin fast fertig. Ich habe jetzt Bärlauch, Basilikum, Knoblauch und Zesten von der Zitrone und ein wenig Zitronensaft zusammengefügt. Da kommt gleich jetzt noch die gemörserten und angerösteten Pinienkerne dazu. Da noch ein wenig Parmesan und dann wird es kurz durchgemixt. Dann wird es der Andrea gereicht und sie kann dann beginnen, den ganzen Spaß anzurichten. Ja, schön. Sehr cool. Das freut mich. Der Stefan steht schon die ganze Zeit da und ist so kurz vorm Schmatzen. Ich höre es doch. Wenn ihr riechen könnt, wie lecker das ist. Das Basilikum und die Zitrone. Und Aber Stefan, ich habe gerade auf dem Fernseher gesehen, wie wir das Live-Bild haben, wie gut du aussiehst in deinem Jackett. Ja, das hat dir heute schon dreimal den Atem geraubt. Ne? Wahnsinn. Das habe ich auch extra deswegen angezogen. Ne? Das soll ja auch ansprechend aussehen. Und wenn Andrea hier alles gibt, dann gebe ich auch alles. Auch wenn es nicht mehr ganz passt nach den letzten zwei Jahren. Und heute geht es wahrscheinlich genauso weiter. Also wenn das nur halb so gut schmeckt, wie es aussieht, grandios. Und das ist... gut aussieht, das werden wir halt wirklich heute mit den Kameras zeigen. Ihr seht schon hier, steht eine bereit. Die haben wir natürlich auch wieder gekoppelt. Das heißt, ihr könnt wiederum live verfolgen, welche Einstellungen sind entscheidend, wie sieht der Blickwinkel aus, ne? Ist das wirklich gut am Fenster? Natürlich ist es. Und, dann lass uns doch mal kurz drüber sprechen, weil Andrea, du hast heute nicht deine eigene Kamera. Wir haben gesagt, wir hätten gerne, dass du eine andere Kamera verwendest. Ne? Ich kann auch kurz erklären, warum das so ist. Wir haben der Andrea heute eine Alpha 7 IV in die Hand gedrückt, weil wir da den großen HDMI-Port haben und der es für uns ein bisschen einfacher macht, weil diese kleinen Kabel sind, gerade wenn man noch mit Funkübertragung arbeitet, nicht ganz so super. Falls du also irgendwelche Einstellprobleme hast bei dem neuen Menü, stehe ich dir natürlich sofort zur Seite, wollte ich nur sagen. Es könnte mal kurz laut werden. Ja, mach ruhig. Ist gar kein Problem, weil wir sind ja live. Ne? Das ist ja genau die Idee von den Alpha Days, dass wir alle Prozesse quasi mitnehmen. Was mich jetzt interessieren würde, Andrea, ist, womit fängst du jetzt beim Anrichten an? Was wäre jetzt dein erster Schritt, wenn du jetzt gleich startest? Damit wir das vielleicht schon mal so ein bisschen... Ja, klar. Also ich werde jetzt, der Salat wird quasi die Basis des Ganzen. Also den Wildkräutersalat werde ich jetzt unten drapieren. Dann kommt als nächstes die Tomaten drauf und dann Burrata und als letztes dann die Soße. Und dann gucke ich halt, was ich noch drumherum vielleicht ein bisschen dekorieren kann. Also hast du dir auch schon Gedanken gemacht, wie schichte ich das, wie baue ich das auf, in welchen Ebenen? Genau. Weil ich glaube, das ist total wichtig. Da denken nämlich viele Leute nicht dran. Ne? Das so einfach so auf dem Teller positionieren. Wenn das einmal da drauf liegt, musst du den Teller, wenn dann, das nicht passt, wieder abräumen, neu sauber machen und neu starten. Das ist halt auch schwierig, genau. Dann ist es halt hinüber, ja? Wenn da schon die Soße drüber suppt. Ist dann schwierig, das nochmal irgendwie hübsch anderweitig anzurichten. Das geht nicht. Also das muss man sich alles vorher überlegen. Also von daher, Vorbereitung ist hier alles. Ihr seht, es waren jetzt gar nicht so viele und auch gar nicht so komplizierte Schritte. Das kann eigentlich jeder nachmachen. Aber ihr müsst halt schon auch auf die Details achten. Das ist halt ganz wichtig. Genau. Und
Was halt auch wichtig ist, ist, sich wirklich im Vorfeld zu überlegen, was man für Props nimmt. Also das Setting würde sicherlich auch ganz großartig mit einem weißen Teller aussehen. Mhm. Das muss man sich halt wirklich im Vorfeld überlegen, welchen Eindruck möchte ich vermitteln? Möchte ich lieber einen hellen, luftigen Eindruck haben? Dann nehme ich helle Farben. Möchte ich es lieber ein bisschen moody und gemütlich und kuschelig und lecker? Und dann nehme ich eher die dunklen Farben. Also das sind so Sachen, die muss man sich halt im Vorfeld überlegen und dann eben auch die entsprechenden Props dazu haben. Bei dem dunklen Teller poppen natürlich nachher die Tomaten auf Farbe ich nochmal anders die Farbe raus. Halt ne? Ja, genau. Okay. Ja, ich verstehe. Ja, ganz genau. Mhm. Ja. Und weil wir ja also ein bisschen ins Detail gehen, kommen wir natürlich auf die ersten Detailfragen schon. Okay. Zum Beispiel, ob wir die Rezepte auch zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen. Ob das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich denke, das prima. Kriegen wir hin. Sehr gut. Super, danke. Das heißt, ihr könnt natürlich dann das Sony-Menü auch nachkochen. Ich nenne es jetzt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir werden euch das irgendwie zur Verfügung stellen. Wir werden einen Weg finden, wie wir das ganz schön machen. Genau, wie wir das auf einem guten Weg machen. Ich meine, wir sind ja alle jetzt connected sozusagen. Ihr seid ja im Chat mit uns zusammen. Von daher wissen wir, wie wir euch erreichen können und deshalb wenn wir das irgendwie schaffen. Und die zweite wichtige Frage, weil wir hier gerade beim Anrichten sind, was für eine Art Untergrund das ist, woher du das hast, weil das so sehr ansprechend ausschaut. Ja, also ich habe da einen Dealer, ich denke, den können wir dann sicherlich auch mit verlinken, der wird sich garantiert freuen, der mir die Untergründe macht, oder nicht nur mir, sondern ganz vielen Food-Bloggern. Der macht ganz großartige Sachen. Ich zeige es euch mal. Moment, ich reiche dir die an. Reich mir das an, dann können wir das ja mal zeigen. Genau. Stefan, ich drück dir auch eins in die Hand, damit man auch sieht, es ist alles live, ist nicht geplant vorher. Nee, ist nicht gar nicht geplant, genau. Und ich nehme das hier. Also das sind immer sehr, sehr massive Platten und die haben immer zwei Seiten. Das ist super praktisch, die kann man dann eben auch hintereinander stellen oder wie auch immer. Und ich habe hier die einfachere Variante. Genau, das sind tatsächlich welche, die ich mir selbst gemacht habe. Da habe ich Holz fotografiert und habe das dann ausdrucken lassen. Ah, das hast du also selber fotografiert? Ich habe das selber fotografiert, die Struktur selber fotografiert und habe das dann ausdrucken lassen. Hast die Struktur gesehen, hast gesagt, das ist was, bräuchte ich für den Hintergrund? Genau, das ist hübsch und dann habe ich mir das drucken lassen. Wie umfassend das ist, ne? Bei was Vorbereitung, ich sag dir, ein bisschen Gedanken machen, ne? Das ist genau der entscheidende Punkt. Dass man nicht nur einfach vor sich hin kocht und so, du machst ja auch einen Back- und Kochblock, ne? Ja. Zimtkeks und Apfeltarte, ne? Komm, ich nehme euch die mal wieder ab. Und das spielt alles damit rein, ne? Ja. Vorbereitung und dass du sogar losziehst und deine eigenen Hintergründe, deine eigenen Texturen fotografierst. Ihr müsst noch mal kurz gucken, was Julia gerade macht. Julia schneidet gerade den Pancetta. Den Pancetta für die Bolognese. Pancetta. Das ist der Bauchspeck vom Schwein. Und das ist der perfekte für... Speck für eine wunderbare Bolognese. Ah. Oder es gibt noch einen anderen geheimen Tipp, man nimmt Salsiccia. Salsiccia ist auch sehr aromatisch für eine Bolognese, aber ich habe mich heute für den Pancetta entschieden. Salsiccia ist ja auch die italienische Bratwurst, ne? So nenne ich sie jedenfalls immer. Auch phänomenal lecker. Stefan, lass uns noch mal gucken, was Andrea jetzt macht. Die fängt nämlich schon langsam an. Vielleicht kann ja auch der Mike da noch einen Tick näher ran, damit wir so ein bisschen sehen. Weil Andrea fängt ja schon an mit dem Anrichten. Und ihr merkt schon, wir haben hier einen kleinen Raum. Hier ist wirklich alles direkt live. Wir stehen uns auch manchmal im Weg und manchmal in der Kamera. Sorry dafür. Und vielleicht halt es auch ein bisschen. Das ist einfach dem Raum geschuldet. Aber wir dachten uns, es wäre eine gute Idee, wirklich auch alle Bereiche zu zeigen. So, ich lege dann jetzt mal los, ja? Los. Du legst los, genau. Genau. Alle Kameras auf Andrea. All eyes on you. Du hast erstmal grob alles drauf drapiert. Du hast vorher ein paar Sachen aussortiert, ne? Die nicht schön. Ja, ich habe hier doch die sehr schön waren, weil ich finde diese gelben Blüten hier so zauberhaft. Also ihr wisst ja, Stiefmütterchen kann man ja essen. Und, muss ich nicht, echt? Ja, tatsächlich kann man die essen. Okay. Und da wir nachher auch gelbe Tomaten dabei haben, dachte ich mir, die gelben Stiefmütterchen untermalen das ganz hübsch. Und du hast ja jetzt die schönsten rausgesucht, an die Seite gelegt, damit du sie als Einzeldekos nehmen kannst. Genau. Das habe ich gemacht. Ich bin ja schlau Mädchen.
Guter Tipp, ne? Die schönsten Blätter aufheben, damit man es für die Deko nutzen kann. Das ist ja ein Traum, oder? Das ist ja Wahnsinn. Nahabstell, Mindestfokus. Du kannst noch näher, das sind 24. Ach, das ist 24. Das ist 24, da geht noch viel mehr. Okay. Also traumhaft, oder? Mein Gott. Und das wird alles live hier zubereitet. Das war übrigens kein Scherz, als ich vorhin sagte, Stefan spricht den ganzen Tag schon über Essen. Also 24er Naheinstellgrenze war das Richtige, um jetzt mal hier den Schlag zur Technik zu bekommen. Und dann haben wir die zweite Kamera da oben, habt ihr auch gesehen, wir haben kurz den Power-Zoom benutzt zum Ranzoomen. Ne? Also wir haben das 1805 mit dran. Und das ist verbunden einfach mit unserem Grip für die ZV1, wo wir ganz fix einfach mal ranzoomen können. Ja, so einfach geht das. Also mit möglichst wenig Mitteln hier einen großen Effekt zu machen. Möglichst wenig ist aber nicht das Stichwort für uns. Wir wollen halt wirklich natürlich viele Sachen für euch heute. Und für alle, die sich für Technik interessieren, wir werden ganz am Ende natürlich einmal noch den Walk hier durch die Räumlichkeiten machen und euch auch die Kameras nochmal einzeln vorstellen, weil wir haben heute wirklich ziemlich viel aufgefahren und auch ziemlich viel Technik, die man sonst eigentlich nicht so im Einsatz hat, wenn man einen Livestream macht. Ne? Genau. Und das werden wir euch heute zeigen, also das ist zumindest unser Plan. Ja, und Andrea fotografiert natürlich für ihren Vlog entsprechend und für ihren Instagram die entsprechenden Aufnahmen und die entsprechenden Gerichte, die du kochst immer. Und daher kommt auch dein Know-how. Ne? Du bist ja mit einer Alpha 7 auch unterwegs und fotografierst mit der. Ja, richtig. Mhm. Und aber mal ganz kurz, was machst du jetzt oben drauf, dass die Zuschauer auch hier wissen? Hier kommen jetzt gerade die ofengebackenen Tomaten, die der Jule schon vorbereitet hat hier für uns. Die packe ich jetzt hier mal oben drauf. Da hat er übrigens mal ein Geheimnis verraten. Ne? Ein kleiner Tipp ist, die Kirschtomaten anzustechen, damit das Öl besser eindringen kann und der Geschmack besser wird. Genau. Dann noch ein wenig Salz, Pfeffer, Rosmarin und dann wird der ganze Spaß ziemlich lecker. Und die platzen auch nicht auch im Ofen, ne? Die platzen auch nicht auf. Bei 160 Grad habe ich die ungefähr 15 Minuten im Ofen gehabt. Jo. Also, auf der einen Seite, Jule schneidet, bereitet schon den Hauptgang vor. Andrea drapiert so langsam, finde ich richtig spannend. Und genau darum geht es ja, ne? Dass ihr so ein bisschen mitbekommt, wie das ausschaut. Und wir gehen natürlich gleich auch auf die Kamera. Das heißt, wenn Andrea jetzt so fertig ist mit dem ersten Anrichten und sagt, ich bin mit dem ersten Shot so ganz zufrieden, dann fangen wir an und fotografieren mit euch. Ah, guckt, und der wird gar nicht geschnitten. Nein, der wird wirklich im Ganzen einmal aufgerissen sozusagen. Genau. Weil das. Oh, sehr gut. Alles ja. Springen. Wie ja. Zu Hause, ne? Oh, wie zu Hause, Andrea. Schön wär's. Schön wär's. Ja, ich glaube, du hast auch drei oder vier Söhne hast drei du? Ne? Söhne, ja. Drei Söhne, mhm. Ja. Ja. Bist also. Hier in unserer, wir sind ja relativ viele Herren, glaube ich. Ich bin hier, genau, wie zu Hause. Wie zu Hause. Genau. Da hast du schon gesagt, so, Mensch, ja. Was ist denn los hier? Warum sind denn keine Damen bei euch mit dabei? Ja. Ja, ich fühle mich hier so ein bisschen einsam. Ja, du reißt aber den Durchschnitt hoch. Das ist ja, absolut, absolut. Das ist natürlich der Grundsatz erstmal. Ne? Ja, und ich kann auch schon versprechen, wir machen ja nächste Woche noch weiter mit den Alpha Days, wieder Freitag und Samstag. Und da werden auch wieder zwei Frauen mit dabei sein vor der Kamera. Ne? Zum einen die Janina, freue ich mich auch schon, auf Tierfotografie. Könnt ihr euch also auch schon im Kalender anstreichen. Und natürlich auch euren Freunden erzählen. Ja? Wir müssen ja zu den Alpha Days, bieten wir euch ja verschiedene Sachen an. Und nächsten Freitag ist eben Tierfotografie. Und am Samstag haben wir dann Tanz und Porträt mit dem Martin und der Franzi. Also wird auch mit Sicherheit super spannend. Also ich darf noch nicht zu viel verraten, aber... das, was wir da vorbereitet haben, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, kann ich so sagen. Und es wird um Foto und Video gehen, ne? Das war ja gestern schon die Frage. Genau. Ah, guck mal hier schon, die nächsten Fragen, der Jörg. Immer her damit. Ach nee, der Jörg haben wir schon mit der Mathe, mit der Holger hat gefragt. Kann man die Lebensmittel nach dem Shooting noch essen oder werden sie so manipuliert, dass sie für das Foto geeignet sind? Super Frage. Man kennt ja diese toll anmutenden Tropfen, die vom Bierglas runterrollen und die frischen Früchte, die auch mit so... Ja, oder die ganzen Burger, ne, die nie so aussehen wie in echt. Oder die Soße, die Karamellsoße, die so runterläuft wie in Zeitlupe. Ne?
Das machen wir heute nicht, ne? Nein, wir machen alles so, dass man es essen kann. Das ist mir auch wirklich besonders wichtig und das liegt mir wahnsinnig am Herzen. Ich möchte hier nichts für die Tonne produzieren, sondern ich möchte genau das, was man dann auch anschließend essen kann. Und ich möchte auch, dass es so aussieht, wie ihr es dann zu Hause machen könnt. Also ich möchte nichts irgendwie, was komplett überkandidelt ist, auch mit Zutaten, die eigentlich jeder zu Hause hat. Also es soll eigentlich wirklich so sein, dass es jeder nachmachen kann und dass es genauso aussieht auch. Also das ist mir echt wichtig. Und vor allen Dingen grandios schmeckt. Das ist mir besonders wichtig. Okay, aber das dürfen wir heute nicht mehr so oft sagen. Das haben wir schon dreimal gesagt, das reicht für heute, oder? Wieso? Ich glaube, das geht noch. Ich weiß. Aber wir zwei verstehen uns, was das angeht. Super. Ja, also kein Food-Design bei uns, sondern wirklich, jetzt werden die... Entschuldigt. Vollkommen okay. Jetzt werden die Maschinen hier hochgefahren. Gekocht, ne? Hier. Also, das ist ja genau die Idee. Und vielleicht können wir ja auch noch einmal ganz kurz unsere Kollegen im Chat zeigen, damit die mal ein bisschen winken. Warte mal, Max, Guido, einmal winken für die Kamera. Hallo. Ah, die sitzen nämlich auch hier im Raum, also quasi eine halbe Glastür von uns getrennt. Schäbundisch. Schäbundisch. Ach, Schäbundisch. Schäbundisch. Ah. Stefan, ich bin gespannt, wie das eingefangen wird gleich. Wir haben ja die zweite Kamera. Magst du mir einmal? So. Ja, so, guck mal. Jetzt mit dem Top-Shot. Du gehst da einfach hoch. Ich gehe da jetzt einfach hoch und versuch das mal. Ja, genau. Ja. So, und jetzt seht ihr gleich auch das Bild von Andrea. Die haben wir die Kamera. Genau. Ja. Vorsicht, die ist natürlich heute ein bisschen schwerer als sonst. Jawohl. Wenn du irgendwo Unterstützung brauchst, sagst du es. Dann melde ich mich, genau. Ah, okay. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo es scharf ist, aber das... Schärfe ist in dem Schärfe weißen ist im Moment. Kästchen. Ist das alles gut? Ja, ich habe es mir schon eingestellt, alles gut. Gut. Ansonsten könnten wir das Display auch ein bisschen nach hinten klappen, das ist für dich einfacher. Ja, das ist einfacher, genau. Machen wir mal so und dann ist es noch leichter. Hervorragend. So. Bestens vorbereitet. Ganz perfekt. So, jetzt hätte ich gerne mal hier. Jetzt kommt es erst so richtig rüber, ne? Also jetzt sieht man erst, wenn man jetzt mal diesen Top-Shot hat. Zück mir die Kamera in die Hand, Andrea. Geht schon, alles gut. Ja, ich merke schon, du bist jetzt genauso wie gestern Kuni gewohnt, alles alleine zu machen. Ja, klar. Ja, ich würde dich auch gerne unterstützen. Also wenn du was verrücken willst, sag es oder... Das ist ein Shot, wie er im Buche steht, ne? Ihr habt es jetzt aus den Kameras nicht so richtig sehen können, weil wir uns natürlich immer unterhalten haben. Aber jetzt mit der Perspektive, glaube ich, ist das... Ach, ich muss das ja auch noch senden, dass wir das dann später... Das kannst du auch gleich noch machen. Das ist kein Problem. Ist es nicht? Mach jetzt erstmal noch zwei, drei Fotos, okay, dann blättern wir einmal noch durch und gucken uns an, mit welchem du zufrieden bist. Okay, und was ich dich jetzt gerne von dir wissen möchte, ist, bevor wir zu den Einstellungen kommen, wie richtest du denn jetzt dein Bild aus? Weil ich habe gesehen, du hast einen Teil da in die Ecke geschoben, die Kamera noch ein bisschen gedreht. Ja. Ne? Warum hast du das gemacht? Und weil es in den Proportionen hübscher ist im Bild. Dann lass uns das mal zeigen, das wie du das gerade gemacht hast. Genau. Also ihr seht jetzt, die Löffel liegen jetzt da oben. Ja, die liegen jetzt quasi... Genau, Moment, die hatte ich ja vorher unten, aber da unten habe ich ja schon das Tuch sehr hübsch drapiert. Also finde ich, muss da jetzt eigentlich gar nichts mehr hin. Deswegen habe ich mich entschlossen, die Löffel da oben hinzupacken. Ich würde jetzt noch mal, halt mal gerade kurz, klar. Danke. Ich würde jetzt noch mal hier ein kleines bisschen mehr Salz. Also ganz wichtig, Andrea macht jetzt so ein kleines, ich weiß nicht, ob ihr es perfekt sehen könnt, aber sie streut jetzt so ein kleines bisschen Salz hinten hin, legt noch eine kleine Blüte um, damit da noch ein kleiner Farbklecks ist. Genau, ja. So, und jetzt finde ich das schon ziemlich cool. Jetzt haben wir auch so ein bisschen Diagonale, nicht hier unten in der Ecke, da halte ich gleich noch meinen Finger rein, dann seht ihr, es ist ein bisschen ruhiger im Bild, weil oben in der anderen Ecke passiert ja mit den Tomaten richtig viel. Richtig, eben, da ist es schäbundisch, genau, haben wir ja vorhin schon mal festgestellt. Und Jetzt hast du ja heute das 50mm 1.2 drauf. Ja. Hast du absichtlich eben mit Offenblende fotografiert oder würdest du es vielleicht auch noch ein bisschen abblenden, damit man noch ein bisschen mehr Wir können das nochmal ausprobieren, nochmal ein bisschen abzublenden. Genau. Hier vorne am Ring vom Objektiv, du hast ja hier den Blendenring dran, kannst du das einfach mal umstellen. Sehr gut. Einfach an dem Ring hier vorne drin, hier an dem. Am Objektiv? Ah, jetzt, ja, okay, alles klar. Mhm.
Ja, man muss dazu sagen, Andrea hat noch das normale 50 mm, das hat noch keinen Blendenring. Das weiß ich, weil wir im Vorfeld gesprochen haben. Ja. Und wir haben ja jetzt hier eine neue Kamera für Sie und ein neues Objektiv und auch noch einen Monitor oben dran. Ist ja auch immer ein bisschen ungewohnt. Das ist etwas ungewohnt, ja. Es ist vor allen Dingen schwer, aber es ist alles machbar, kein Ding. Ja, immer wenn es zu schwer wird, sag Bescheid. Ich bin ganz happy. Ich würde jetzt nochmal tatsächlich von hier unten ins Ja, ich stelle die Bild Leiter nochmal weg. Ja. Sie können ja, wenn du sie nochmal brauchst, nochmal wiederholen. Nächste Frage kommt hier gleich. Ja. Ist das Setting mit der Belichtung über das Fenster die beste Lösung oder kann mit der Belichtung über Kunstlicht noch mehr herausgeholt werden? Also ich bin überhaupt kein Freund von Kunstlicht. Ich mag es am allerliebsten mit natürlichem Licht, weil, ja. Geh mal ein Stück zur Seite. Ich finde, man sieht es, also behaupte ich zumindest, dass man den Unterschied schon sieht. Und grundsätzlich gefällt es mir einfach besser mit natürlichem Licht. Aber es geht ganz genauso auch mit Kunstlicht, ja. Aber das ist meine Geschmackssache einfach. Ich glaube einfach auch, dass der Aufwand natürlich viel höher ist. Ne? Du musst ja noch Lichter aufbauen und so. Wenn du schon schönes Fensterlicht hast, warum willst du es denn nicht benutzen? Ja, ja, also würde ich jetzt so machen. Ja. Ne? Also ich würde immer die Sachen machen, die funktionieren. Und diffuses Licht haben wir hier. Wir haben jetzt keine direkte Sonne mehr im Fenster. Das sollte ganz gut funktionieren. Das funktioniert auch wunderbar. So, jetzt mache ich nochmal von hier und lege mir jetzt die Löffel wieder hier hin, weil ich das nämlich jetzt hübscher finde. Ja, ansonsten könnte man natürlich heimlich mit auf dein Display. Ja, es ist. Ansonsten könnte man natürlich mit Kunstlicht arbeiten. Aber da würde ich auch immer noch empfehlen, noch einen Reflektor zum Beispiel mitzunutzen, damit man auch einen natürlichen Lichtwurf haben, weil das Fensterlicht haben, kommt ja jetzt hier rein, das wird nochmal von der Wand reflektiert. Ja. Das heißt, man braucht natürlich auch einen natürlichen Licht, ja, wie soll ich es nennen, einen Lichteinfall, der nicht nur aus dem Fenster kommt, sondern hier gibt es ja auch ganz viele Reflektionen. Richtig. Das heißt, man müsste idealerweise mit einem Kunstlicht und einem Reflektor noch arbeiten. Wir haben aber sogar auch welche mit. Kann ich das wieder sehen? Kann ich das sehen? Ja, einen kleinen Moment. Musst du mal nur einen kleinen Moment warten. Ach so, da ist es. Moment. Und wir blenden einmal noch die Infoanzeigen aus, dass wir nur das Bild sehen. Und dann können wir einfach seitlich durchblättern. Okay. Das wäre nämlich jetzt auch genau mein Wunsch gewesen. Ja. Du willst noch eins machen? Ich mache noch mal eins. Ja, das war jetzt nur der erste Versuch. Das ist ein bisschen schwierig hier. So, wir haben aufmerksam. Ja, der Tisch ist zu klein, ne? Ja, das bräuchte ist jetzt ein bisschen hier, mehr Raum nach hinten. Wir haben aufmerksame Zuschauer. Hier wird nämlich gerade bemerkt, dass wir mit einer 100. Verschlusszeit fotografieren. Richtig. Und ob es da nicht zu Verwacklung, Bewegungsunschärfe mit dem externen Monitor kommt, weil der wahrscheinlich so schwer ist. Das ist eine sehr gute Frage, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Normalerweise fotografiere ich aus der Hand bis 80. Okay. Aber das ist eine sehr berechtigte Frage, das werden wir jetzt gleich sehen. War eigentlich bei dir Fotografie oder das Essen zuerst? Also die Fotografie ist tatsächlich schon eine sehr, 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 sehr lange Liebe. Und da habe ich tatsächlich noch nicht so gekocht, aber ich bin in der Bäckerei groß geworden. Ah, ja. Also hat natürlich in meinem Leben Essen schon immer eine große Rolle gespielt, aber aber also Fotografie ist schon eine große Liebe. Du hast noch eine Frage? Weil so eine Interessefrage von mir, weil ich ja. Das immer gerne mal klar mache. Genau. Wir können ja mal da vorne auf den großen Monitor schauen. Da können wir die Bilder mal anschauen. Mal gucken, ob sie was geworden sind oder ob sie verwackelt sind. So, genau. Lass uns doch mal ein Stückchen darüber gehen, ein bisschen Richtung Monitor. Ja. Nur ein kleines bisschen, so bis nach hier, dann können wir es besser sehen. Und dann haben wir auch die Kochgeräusche nicht ganz so laut, was ja auch, glaube ich, ganz schlau ist. So, und ich blätter die mal durch. Da sieht man, du hast ganz leicht hier den Bildwinkel angepasst. Ne? Ja, genau, da war es eben, da ist hinten der... Das müssten wir halt jetzt noch ein bisschen, die Kante, das müssten wir jetzt noch ein bisschen schneiden mit im Lightroom da nachher. Sorry, ich habe mich jetzt gerade nicht gesehen, deswegen habe ich die Wiedergabe beendet. Ich dachte gerade, ich wäre aus Versehen auf den Auslöser gekommen. War jetzt mein Fehler. Das ist jetzt dann der Topshot von leicht oben und da hast du dann quasi von dem goldenen Löffel links oben bis nach ganz unten rechts zu dem Grün quasi so eine Linie drin. Ne? Ja. Sehr schön. Ja. Und wenn du jetzt spontan sagen würdest, welches der Bilder gefällt dir am besten, wenn wir so langsam durchblättern? Hast du schon eins? Das letzte wahrscheinlich. Das letzte? Geh nochmal zurück, ja. Das letzte, was du gemacht hast, war das. Nein, genau das, ja. So, da gucken wir doch einfach mal nach der Schärfe, weil da haben wir ja den schönen Vorteil, wir können das heute hier einfach machen. Ja. Und da würde ich sagen,
Nichts verwackelt. Da ist nichts verwackelt. Und wenn ihr euch, also genau. Wir gehen jetzt mal wirklich auf die maximale Vergrößerung. Ne? So, da kann man schon sehen, da geht schon was. Ne? Hier an der Tomate, die Schärfe. Ja, aber und die Spiegelung vom Fenster. Bei einer 100. Verschlusszeit, wir haben ja 50 mm, ne? Reziprokregel heißt 50 mm. Reziproke davon wäre die minimale Verschlusszeit, die wir brauchen. Und dann haben wir auch noch einen Bildstabilisator drin. Fängt ja auch einmal mit Fachbegriffen an hier. Ne? So, ja, also die Frage war ja berechtigt und ich will bloß ganz auf den Punkt beantworten. Das ist mir wichtig. Ne? Das ist mir wichtig. Spricht er über Essen, jetzt spricht er über Technik. Ich kann alles, ich kann über Essen sprechen. Also Fachsimpeln. Wir müssen halt alles machen. Solange wie wir zwei uns schon kennen, wir können den Ball so hin und her spielen, das macht gar keine, spielt gar keine Rolle. Auch kein Thema. Ne? Genau. Aber wie gesagt, Bildstabilisator spielt ja auch noch eine Rolle, 5 Stufen. Und deshalb ist das auch wirklich in erster Linie erstmal scharf, also ein wichtiges Kriterium klargestellt. Und absolut. Lass uns doch nochmal ein bisschen über die Einstellungen sprechen. Und vielleicht können wir nochmal das Bild einblenden, weil ich habe gerade zusätzlich die Verschlusszeit, den Blendenwert und ISO und so weiter eingeblendet. Ja. Dann können das die Zuschauer nämlich auch sehen. Das war jetzt gemacht mit der 100, damit du in dem Bereich bist, wo du eigentlich nicht verwackelst aus der Hand. Ja. Wir haben die Blende geschlossen auf 2,5, also schon noch relativ offen. Ja. Und ISO war in dem Fall auf Automatik, hat er dann auf 500 eingestellt. Ne? Das passt ganz gut. Ja, ja. Das ist jetzt gut. Also vielleicht als Hinweis, wenn jemand das gerne nachmachen möchte. Das ist jetzt wirklich ein Flatlay. Also das heißt, alles ist auf einer Ebene. Da können wir das so machen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel eine Tortenplatte haben und der Kuchen ist höher und ich möchte aber auch bis unten scharf haben, dann muss ich natürlich mit der Blende arbeiten. Auf Blende dann, 8, genau, 11 muss ich und so genau, auf 8 oder sowas. Also Minimum auf 4, 5 oder irgendwie sowas. Ansonsten ist das halt alles total unscharf. Wir können das ja mal gerade zeigen. Ich kann ja einfach mit der Kamera mal hingehen. Jetzt mache ich mal. Ja, mach einfach. Ne? Genau. Und jetzt sieht man halt, wenn man hier vorne scharf stellt, ist natürlich hinten der Teller schon in der Unschärfe. In der und die Tomaten im Hintergrund sind schon komplett in der Unschärfe. Ist natürlich auch sehr, sehr schön. Also wenn man das oder jetzt zum Beispiel der hier so anrichten würde, wenn du das jetzt mal hier. Du richtest es einmal so für dich an. Mach es einfach nochmal. Haben wir nicht abgesprochen. Aber ihr seht schon, Andrea macht da einfach. Hat noch eine Idee, macht dann einfach. Genau, jetzt kam jetzt gleich noch die Frage, welchen Fokusmodus wir hier einsetzen. Ja, das werden wir natürlich auch gleich noch klären, also keine Angst. Kleiner Tipp, man hört das übrigens am Piepsen. Weil wenn es piepst, kann es nur AFS sein oder AFA, wenn die Kamera eine AFS wählt. Genau. Also von daher. Die beiden können es nur sein, AFS, AFA. Nur dann hört ihr das. In der Regel ist es AFA. Weil wir ja hier die Alpha 7.4 einsetzen. Wer genau aufmerksam jetzt in der Bildansicht geschaut hat, der hat gesehen, wir haben 33 Megapixel. Natürlich ganz klarer Hinweis auf eine Alpha 7.4. Und als Objektiv hat Lachs vorhin schon gesagt, wir sind beim 50 mm 1.2 G Master. Also auch keine Kosten und Mühen hier gescheut, um wirklich das beste Ergebnis herauszuziehen. Da muss ich ja sagen, Andrea hat gesagt, sie würde es gerne probieren. Ich habe ihr gesagt, nein, probier es nicht, weil du wirst es danach haben wollen. Weil ich habe es ja schon ausführlich getestet im YouTube-Kanal und es ist einfach eine Bombenoptik. Also ja, es ist groß, es ist schwer und es ist auch nicht ganz günstig, aber es ist halt einfach. Und auch wie das Bokeh hier rüberkommt bei der Geschichte. Ne? Also wie das die Unschärfe aussieht, so schön sanft, so schön cremig. Das ist halt wirklich ein feines Zeugnis da. Genau, ich habe schon die Wiedergabe gestartet und gleich sehen wir es auf dem Fernseher. Ich blende die Infoanzeigen mal wieder aus, weil die haben wir ja schon drüber gesprochen. Und da seht ihr jetzt hier im Hintergrund die Unschärfe. Wir können ja auch hier nochmal reingehen in das Bild. Und dann sieht man hier wirklich, wie die Schärfe liegt. Ja, hier auf genau diesem Part, den ihr jetzt im Bild habt, also vor der roten Tomate vorne, da ist es jetzt in der perfekten Schärfe. Es sieht nicht aus, als würden wir das hier live gemacht haben. Ne? Es sieht so gut aus. Echt super geil. Ja, aber wir haben ja hier auch wirklich viel dafür getan. Ne? Wir haben ein tolles Sonnenlicht da, wir haben zusätzlich den Raum ein kleines bisschen fürs Video aufgehellt. Wir haben gut vorbereitet. Andrea hat ihr ganzes Zeugs mitgebracht. Ja, ihr seht es ja auf dem Tisch im Vordergrund, was da alles noch steht. Genau. Und wichtig auch das Auge. Ne? Du hast auch, glaube ich, das richtige Auge dafür. Und hast du da irgendeinen eine Sache, wo du dich dran langhangelst, nutzt du so Hinweise, wie es halt gibt in der Kunst, wie goldener Schnitt oder diese Spirale oder diese. Ja, klar, also das schon. Ich mache ja hauptsächlich süße Sachen auf meinem Blog und
da schaust du halt schon, dass du, was weiß ich, die Drittelregel beachtest, wenn du einen Kuchen fotografierst oder, was weiß ich, Tortenstücke anrichtest in der S-Optik und so, um den Blick des Betrachters zu lenken. Also solche Sachen, klar, da achtet man schon drauf. Aber da achtet man auch erst nach ein paar Jahren drauf und nicht, wenn man einen Foodblog aufmacht. Also wenn ich meine Fotos von vor 10 Jahren sehe, dann denke ich so, oh Gott, ja. Ja. Ganz kurz, ich habe gerade das Piepen im Hintergrund gehört. Jule ist gerade dabei und kocht die Nudeln schon und ist hier hinten schon ganz weit. Bolognese ist am Kochen, mein Bester. Ne, einfach nur, dann dass müssen man wir ja mal reingucken, ja, oder? Dann guck mal rein. Klar, guck mal. Sollen wir mit der Kamera reingucken? Ja, komm mal her. Wenn du so reinguckst, guck ich hier nochmal mit der Kamera rein. Jetzt müssen wir ein Video machen. Das brutzelt hier so schön. Wir haben dort drinne Pancetta, Knoblauch, Rosmarin, eine Karotte, Zwiebeln, Staudensellerie. Das Ganze wird angebraten, angeröstet. Dazu kommt dann später Tomatenmark, wird mit Rotwein abgelöscht und ein wenig passierte Tomaten kommen noch oben drauf. Und das Ganze wird dann ganz langsam gekocht, dass es eine leckere, sämige Soße wird. Jetzt macht hier die 7-4 auch noch Videoarbeit, ne? Obwohl ich sie gar nicht auf Video eingestellt habe. Und ihr seht natürlich die Overlays, aber wir wollen euch das ja wirklich live zeigen. Ne? Das haben wir mal kurz. Und zu der Bolognese gibt es Tagliatelle. Tagliatelle. Genau. Tagliatelle, die sind ein wenig breiter, ein wenig rauer, da bleibt die Soße besser dran haften. Was würdest du sagen, wie lange brauchst du noch ungefähr? Ungefähr noch 5 bis 10 Minütchen. Okay. Kommt ganz drauf an, wie lange die Nudeln jetzt noch brauchen. Mhm. Das ist dann eine Blitz-Bolognese, die lassen wir dann heute nicht Ewigkeiten kochen. Anrichten kann man sie schon, schmecken tut sie auch, aber heute kommt es ja darauf an, dass es was fürs Auge ist. Und da würde ich sagen, das sieht wunderbar aus. Aha. Sehr gut. Wunderbar. Also Blitz-Bolognese. Blitz-Bolognese. Meine köchelt ja auch immer ein paar Nächte und dann wird die nochmal aufgewärmt und dann nimmt man sie nochmal irgendwo mit hin. Wir hatten jetzt gerade in Italien uns vorgekocht. Und das ist natürlich ein super Tipp, eine Blitz-Bolognese, die man auch mal schnell machen kann. Wie gesagt, die Rezepte bekommt ihr auch alle auf dem richtigen Weg. Und das wusste ich nicht, dass man auch mal so schnell eine machen kann. Das geht, aber am nächsten Tag schmeckt sie halt besser. Ah ja. Aufgewärmt ist immer besser. Dann nehme ich meine Portion nachher mit. Im Tupperdöschen. Genau. Wenn du jetzt nochmal zurück zum Salat kommst, was hättest du jetzt noch für eine Idee, was könnte man noch machen? Ich meine, klar, das ist jetzt zum größten Teil angerichtet. Mhm. Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagst, das könnte man jetzt nochmal probieren? Ja, ich würde jetzt zum Beispiel gerne mal ein Handmodel haben. Stefan, magst du Handmodel sein? Ja, geht so. Geht so? Ja, doch. Ich habe ein bisschen trockene Haut, aber... Ist alles gut. Also, Charakterhand halt, ne? Dass du jetzt hier so von hinten rangehst, möglichst, und einfach so tust, als wolltest du das jetzt so hochnehmen. Da wird mein Jackett auch nochmal für den Lachs in Bild gebannt, ja? So in die Richtung und das wirklich dann so anheben. Warte mal, wahrscheinlich, wenn wir von da kommen, musst du wahrscheinlich eher so. Musst du dich noch darstellen, ja. Genau. Also hier würde ich dir jetzt empfehlen, weil du dann... Genau. Ja, ich mach mal gerade die Steckdose noch nach hinten. Die stört uns nämlich hier. Also mich würde die stören. Ja. So. Bewegen brauche ich nicht, ne? Du brauchst gar nichts machen. Du musst einfach stillhalten und dann ein bisschen. Jetzt hätte ich lieber meinen 90 mm drauf. Ja. Das wäre jetzt besser, wird noch ein bisschen closer, ne? Ja, genau. Das Guido, hast du einen 90er dabei? Genau, wir können gerade im Hintergrund noch einen 90er besorgen lassen. Das machen wir jetzt gerade mal. Wir können ja gerade mal gucken, ob es ordentlich geworden ist. Ja, klar. Wir gehen einfach mal in die Wiedergabe. Ich stelle mich nach hier vorne ein bisschen weiter. Moment, ich bin einmal schnell durchgeht. So. Und dann können wir gucken. Ja, für mich wird jetzt der Weißlauch gleich an den Händen noch ein bisschen stören. Ja. Wir sind so ein bisschen pinky noch. Ja. Das haben wir jetzt nicht eingestellt. Ja. Könnte man natürlich, wenn man im RAW-Fotograf ist, kann man im RAW dann ein bisschen nacharbeiten. In Lightroom noch nacharbeiten. Aber wie gesagt, so grundsätzlich als Motiv finde ich das jetzt auch sehr schön. Das ist so aus dem Leben. Und da ist jetzt gerade jemand, der sich bedient. Da passiert was, ne? Ja, genau. Bild. Das finde ich immer schön. Und nochmal, das war null die Idee. Ne? Also wir haben nie gesagt, wir machen einen Shot von der Seite. Wir haben gesagt, wir wollen das von Top-Shot machen. Haben wir gerade improvisiert. Also wenn das jetzt nicht perfekt ist, ne? Dann ist das einfach dem geschuldet, dass wir hier einen riesen Videoaufbau haben und wir einfach gedacht haben, hey, lass uns doch mal was anderes einfach machen. Einfach mal gucken, was alles geht. Genau. Genau. Ja. Okay. Das 90er Makro haben wir inzwischen da. Dann können wir erst noch zwei Fragen machen, dass wir die
ja, Mitglieder hier nicht so lange warten lassen. Natürlich. Klar. Ja. Der Jörg wird gerne noch eine Empfehlung für Besteck und Geschirr haben. Das kann ich auch nachverstehen. Bei ihm sieht es ein bisschen anders aus zu Hause im Schrank. Und da ist nicht alles da, was man sich so wünscht. Und wenn ich diesen Tisch mir anschaue hier, dann weiß ich genau... Ist das ein Bruchteil von dem, was ich habe? Weiß ich, genau, dann weiß ich genau, wie das bei dir zu Hause aussieht. Nachher im Video werden wir wahrscheinlich ein bisschen was noch sehen, in welchen Räumlichkeiten du dich sonst befindest. Ne? Also, aber das ist, glaube ich, viel Herzblut. Und überall mit offenen Augen durch die Welt gehen und zu sagen, oh, ja, da habe ich eine Einzelheit und da habe ich ein kleines Stück. Ne? Ja, also ich kann gerne als Tipp geben, zum einen ganz oft auf Flohmärkte gehen. Ja. Da kann man echt tolle Schnäppchen machen, weil sehr gutes Geschirr oder Keramik ist sehr, sehr teuer. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin ein unglaublicher Dänemark-Fan und bin ganz oft in Dänemark. Und die Dänen haben einfach grandioses Geschirr. Und da bringe ich mir dann generell irgendwas aus dem Urlaub mit. Also früher habe ich Schuhe geshoppt, heute shoppe ich Keramik. Das ist ganz fies, dass du es jetzt sagst, weil ich weiß schon genau, was passiert, wenn ich nach Hause komme. Meine Freundin ist nämlich auch Dänemark-Fan und ich weiß jetzt schon, siehst du, die hat das auch gesagt, jetzt genau, muss ich wieder. Genau, das war, war logisch. Also unbedingt zu Bahne in Dänemark und da shoppen gehen. So. Ja, genau. Dann wollte doch jemand wissen, wo du das Foodstyling gelernt hast. Ne? Du hast ja vorhin angesprochen, du kommst aus einer Bäckersfamilie. Da war wahrscheinlich Ästhetik schon immer für einen schönen Anrichten, einen schönen Kuchen. Wie sollen die Plätzchen ausschauen? Wie muss der Puder drauf? Ne? Das sind ja so bestimmte Handgriffe, die man ja, einfach Ja, aber damals muss, ne? habe ich mir da ja überhaupt noch gar keine Gedanken drum gemacht. Nee, das ist wirklich Learning by Doing. Aha. Also, wie gesagt, wenn man auf meinem Blog die Fotos sieht von vor, ja, ich habe 2012 angefangen, wenn man die sieht, dann merkt man, dass ich da sehr viel gearbeitet habe. Und das ist tatsächlich, man lernt dadurch, dass man sich ganz, ganz, ganz viele Food-Fotos anschaut und bei anderen einfach schaut, wie machen die das? Also bei Leuten, die eben zu dem Zeitpunkt besser sind als man selbst. Und ja, so ein bisschen einfach auch ein Händchen. Also ich behaupte mal, jeder Food-Fotograf hat seinen eigenen Stil. Also ich fotografiere komplett anders als viele andere Kollegen. Also jeder findet irgendwann seinen eigenen Stil. Und dann findest du halt auch Wege, wie du diesen Stil rüberbringst. Also dann überlegst du dir halt, was ist dir wichtig? Wie gesagt, bei mir ist es immer so ein bisschen der blurry Hintergrund, und aber dass das Food eben als Protagonist muss gut rauskommen und solche Sachen. Und klar, du guckst dann bei anderen, wie mache ich hübsch den Puderzucker drüber oder wo drapiere ich die Blätter oder genau, was auch immer. Und ganz wichtig, es muss authentisch sein. Das habt ihr vorhin schon gehört. Ja. Und das war übrigens auch gestern ja, unser Thema. Ja. Kein Photoshop mit Ebenen, sondern live den Moment. Und das ist bei dir genau, genau das Gleiche. Das ist zwar eine komplett andere Art der Fotografie, ja, aber es ist dieselbe ja, Philosophie dahinter. Ja, ja. Also keine Food-Styling-Schule, keine... Niemals. Irgendwas einfach wirklich Learning by Doing und ausprobieren. Wir haben inzwischen das 90er. Wollen wir den Shot nochmal machen? Ja, okay, absolut. Oh ja, gerne. Dann könnten wir vielleicht eine Sache noch mit berücksichtigen. Da kam jetzt auch noch eine Frage, ob du noch zeigen kannst, wie du am besten noch so eine Flasche Wein mit ins Bild setzt. Können wir auch bei der Bolognese nachher machen. Ich wollte gerade sagen, das habe ich für die Bolognese geplant. Ah, ja. Also dann können wir das da sehr, sehr gerne machen. Ja. Mhm. Und ja, die eine Frage, die jetzt noch kam, ob Food immer von oben fotografiert wird, ist auch schon beantwortet. Nein, ne? Genau. Es kommt immer darauf an, wie immer in der macht, Fotografie. Genau. Naja, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie das Licht ist, kommt drauf an, ob die Person das Bild noch besser macht. Soll ich mich nochmal... Sei so gut, opfere dich nochmal. In diesem Fall macht die Person das Bild vielleicht besser. Mal schauen, du fotografierst ja jetzt von hier. Ich versuche nochmal eine natürliche Bewegung zu machen. Oder so. Prima. Ich finde es super, dass hier alles parallel stattfindet. Ne? Hinter mir kocht's und brodelt's. Ja, die beiden machen da hier Model und Fotografin. Ich finde es einfach richtig spannend.
Ja. Das in so einem kleinen Raum und ich freue mich richtig. Ich finde es richtig, richtig cool. Andrea, das hört sich auch so im Chat so an. Ich habe jetzt eine Sache schon gelesen, dass es echt cool ist, was wir machen und die tolle Technik und dass es alles funktioniert. Ja. Also da ist jemand richtig begeistert und er kriegt direkt Lust auf mehr. Also, okay, das sehr gut. Ich muss wohl auch an. Natürlich. Aber ich muss noch mal mit der Leiter ran. Das macht so keinen Sinn. Muss der Teller jetzt noch anders irgendwie hin oder soll ich mich wieder mit hinstellen? Nee, warte, ja. Lass uns das mal probieren. Wenn ihr meine Hilfe braucht, schreit ihr. Ich stelle mich so ein bisschen zur Seite, dann haben wir besseren Ton. Ja. Ja, und das 90er Makro ist natürlich auch eine Optik, die sich gerade für sowas perfekt eignet, weil es einfach super scharf ist. Man kommt, wenn man muss, ganz nah ran. Ne? Deswegen. Weißt du noch, wo wir das 90er ausprobiert haben mit der 7R2, wo die damals rauskam? Auch ja. Autofokus bei dir im Studio, ja. Wo wir uns nicht mehr eingekriegt haben, was das für eine Qualität hat und die Schärfe passt. Ich habe die Bilder übrigens immer noch auf meinem Laptop als Demo-Bilder. Ja. Ja, wir schauen uns einmal die Bilder an. So, ich bin also der Bilder-Jockey heute. Sehr gut. Stefan? Es schmatzt von der Seite. Stefan hat seine Chance genutzt und hat den Salat gekostet. Geile Nummer. Einmal unaufmerksam sein und schon. Ja. Ah, wie schön. Ich weiß schon, warum ich so gern mit dir zusammenarbeite. Ich finde es super. So, gucken wir uns das Bild nochmal an. Ne? Und? Ja. Ja. Das finde ich sogar fast noch besser. Da sind mir die Hände ein bisschen zu stark, mir persönlich, am Rand. Sehr abgeschnitten. Ich mag das bei dem anderen, dass da das Salz noch mit zu sehen ist. Ja. Ja, ja, das ja stimmt. Mag ich, da ja, hast du recht. Das mag ich, dass da eben noch dieser weiße Fleck ist. Ja. Wenn ich mich nicht entscheiden kann, lege ich immer diese Spirale drauf, ne? Die Fibonacci-Spirale. Von einer Ecke ins goldene Drittel nach oben oder goldener Schnitt, dann in die andere Ecke und dann lasse ich das immer da. Ich glaube, die Mischung aus den beiden Bildern wäre dann noch richtig interessant. Dafür hätte man aber quasi hinter den Tisch gemusst. Genau, ne? Da kommen wir jetzt in dem Fall nicht hin. Wenn man das auf dem Tisch richtig. In der Mitte macht, dann kann man natürlich um den Tisch herum laufen. Das ist vielleicht auch noch ein Tipp, der ganz interessant sein kann, dass man einfach sagt, ah, guck mal, wenn ich mich ein bisschen anders positioniere, kriege ich noch ein interessanteres Bild. Mhm. Okay. Genau, da war ich sehr jetzt gut. etwas limitiert. Ja. Ich sehe schon im Hintergrund, die Nudeln sehen fertig die aus. Die Nudeln sind fertig, die Bolognese ist fertig. Du kriegst keine Pause, Andrea. Du kannst direkt mit dem nächsten weitermachen. Das ist ja Wasserarbeit. Ich stelle in der Zwischenzeit die Leiter noch weg